denn das für eine Laute? Kann die nicht mitnehmen? Was? Stefanie, so? Die einfache Bürgerin. Was macht denn die? Mhm. Warum ist jeder hier in unserem Büro, in unserem privaten Gemach? Das ist genau mit unserer Ärztin, da bricht auch da jeder ein. Das geht doch nicht. Aber sollte uns das was zu denken geben? Das bin ich jetzt unten. Das ist aber irgendwie komisch, nur bei unseren weiblichen Charakteren kommen Leute ins Ziel, wo unsere männlichen nicht. Ist mir bisher so aufgefallen. Natürlich, Ausnahme ist Graf Horst. Ausnahme stellt in die Regel, also es gibt mir jetzt zu denken. Ganz klar, wir brauchen Pfefferspray. Wenn es noch nicht gibt, muss unser Merli da mal eins herzaubern. So, man weiß ja nie, ne? Wobei, sie würde es ja nicht stören, wenn... Oh Gott, ich hör auf. Ich höre mit den Anspielungen auf. Nein, da mache ich jetzt keinen Witz drüber. Nein. Nein, Blätter, das ist kein Witz, das ist keine schlechten Witze mehr. Nee, wir machen jetzt keine schlechten Witze mehr. Ich versuche mein Bestes da hier. So, okay. Nicht langsam. Bauer Bodo. Caro hat ein Theaterstück geschrieben. Es befindet sich im Winter. Ich finde, Bodo ist die bisher dramatischste Schöpfung. Das heißt, wir brauchen Stoff und drei Simsen, um das Ding einzufärben. Die holen wir uns natürlich noch kurz. So, da suche ich direkt einen Track her. Boah, das ging. Das war ja super hier. Mal gucken, hier haben Simse und hier Stoff. Einer nur. Wo sind sie denn? Haben die keine Simse im Angebot? Was sind denn das für Typen? Keine Simse, Energietrunk, ja. Sag mal, haben die nicht? Stab des unsagbar Bösen. Heute hätten wir mal Macht 5. Es ist wirklich kein übler Stab. Er wird nur missverstanden. Er mag zwar düster mit Stacheln gespickt und mit einem Schädel geschmückt. Ja, ich will das lesen. Geschmückt sein. Aber na gut, vielleicht wurde er mit boshafter Niedertracht und ultimativer Zerstörungskraft gedrängt. Aber wenn man ihn besser kennt, kommt man ganz gut mit ihm zurecht. Da, 3 Simpson, 1, 2, 3. So. 23 von unserem Künstlerbudget müssen wir natürlich ausgeben, sonst Chlorafall. Stoff färben. So, jetzt machen wir die Rock. Ihr wisst, wie ich das meine. Also aus meinen Erklärungen ist wahrscheinlich gerade keiner schlau geworden. Gewöhnlicher Stoff. Wie der Name schon verrät, ist gewöhnlicher Stoff so gewöhnliche Flöhe. Er ist billig, weit verbreitet und insgesamt nicht besonders aufregend, aber immerhin erfüllt er seinen Zweck. Ich hab das so aus diesem Standpunkt gemeint, dass unser... keine Ahnung, ich weiß selber nicht, wie ich das gemeint habe. Jetzt muss ich irgendwie logisch fortfahren, nur wie? Warum können wir mit dieser Lampe nicht interagieren? Hä? Warum können wir da nicht interagieren? Warum? Warum können wir nicht durch die Wand schauen? Das stinkt vielleicht. Egal, dadurch wird meine Tarnung noch langweiliger. Lieder auf der Laute spielen, um Umstehendes aufzuhalten und ein wenig Geld zu verdienen. Im Archiv Gedichte und Theaterstücke schreiben dann auf der Bühne auf, wenn neue Lieder freigeschaltet wurden. Freue ich mich ja drauf. So, jetzt schlüpfe ich in eine neue Rolle. Der Bauer. Und würde es Zeit, ihre Gesellschaft zu suchen.
Du sprichst ja wie ein feiner Pinkelbodo. Ich muss mein Leben noch weitersuchen, um ein Draht zu diesen Leuten zu finden. Draht. Oh Gott, nee, ich hoffe. Wie soll sich Troubadourin Karoff ihr Niveau herablassen? Ich werde einem von ihnen ins Gesicht spucken. Wie unfein. Ich werde einem von ihnen einen dicken, feuchten Schmutzer geben. Damit werden sie nicht rechnen. Natürlich hier, das ist ja hier... Grünig Venton. Wenn es sein muss, gebe ich einem von ihnen einen fetten, schmierigen, feuchten Schmutzer. Wen denn? We'll love him. Diesen Bauern einen dicken, nassen Schmutzer geben. La Crive. Oh Mann, das ist genau das. Schogorin, Kleba. Na komm her, du. Zenis, Parek. Ja, das ist... Kressig, Walafim. Haha, der war ein Bodo. Bodo, man merkt überhaupt nicht, dass das kein... ja, gut. Ich distanziere mich. So. So, sie pendelt erstmal, Ründler. Damit sie dann morgen wieder bei Kräften ist und... In dem Zusammenhang war ich gerade im Begriff, schon wieder so einen Witz in diese Richtung zu bringen. Ja, das ist irgendwie schlimm. Ja. Also. So, ich sitze hier gerade vor Energie geladen da, weiß nicht, wie ich jetzt meine Energie am sinnvollsten einsetze, um diese Situation zu retten. Am besten gar nicht, ich mach's eh wieder falsch. Oder? Sieht das irgendwie anders? Freuden genießen. Mach Wunschtraum, wie schön. Aber das kennen wir ja alle schon, das werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Essen zubereiten, so, das müssen wir eigentlich machen, einen saufen, wa? Naja, gut. Gut. Ich dachte, die wollten eine Mädelsrunde machen. Haben die jetzt gerade synchron angefangen zu schnitzen? Wir sind verloren! Ach hey, da ist unsere... Die Spionin, pst! Was? Was ist mit ihr los? Geht rein? Niemand zu belauschen? Geht sie wieder? Ach, egal. Die ist wie die NSA. Kommt rein, niemand da, geht sie wieder. Yoga! Was? Die machen mir Angst! Diese zwei Weiber machen mir Angst. Ohne Witz. Sie sind voll gruselig. Die sind voll gruselig. Wart auf. Ach so, ja. Wäre gut. Ja, toll. Und jetzt ist ihr Bediensteter gerade nicht da. Wunschtraum. Wow, das war ein wirklich toller Traum. Aber wenn ich toll träume, dann denke ich mir am nächsten Morgen, scheiße, warum waren da jetzt schon wieder Einhörner? Ich wollte da gerade diese einen beschissenen Witz reißen. Na gut, ich meine, sie hat der ja bereits einen Schmatzer gegeben, dann kann sie hier auch weitermachen. Sunny, ja, ich weiß langsam nicht mehr, wie ich das nennen soll. Ich versuche das so gut wie möglich zu umschreiben, damit es... Ach, wie niedlich. Ja, Green. Boah, da könnten wir doch direkt wieder wie damals, aber es ist ja keine Hochzeit, da will ich das eigentlich jetzt nicht so. Ja, aber dass man sich schon romantisch einordnen kann. Ich meine, es ist ja irgendwie so... Wie ich das hier... So wie ich das bisher beobachtet habe, neigen ja unsere weiblichen Mitmenschen auch dazu, auch ohne Romantik zwischen sich solche Rosen und Umarmungen und sowas zu geben. So, hier, nächster erster Kuss.
Boah, ich bin jetzt knallhart hier. Ich mach das hier gewerbsmäßig. So. Und das ist Nummer 2. So. Können wir die umbenennen zu Nummer 2? Die sind alle total gruselig. Ich könnte Unterstützung gebrauchen. Commander, brauche Unterstützung. Abgelehnt. Nein. Na super, dann betrinken wir uns jetzt. Heieiei. Naja, gut. Es ist ja schließlich ihr Haus. Also nicht ihr Haus, sondern ihre Arbeitsstelle. Da wird schon jetzt nichts passieren. Malik. Ich weiß nicht, so übermäßiger Alkoholkonsum. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob der so gesund ist. Weiß ich ja nicht. Na gut, ich weiß es schon, aber es kommt besser rüber, wenn ich sage, ich weiß es nicht. So, und auch aus dem Fässchen. So, dann wechseln wir uns einfach ab, dann haben wir uns Wein und Bier da so im Wechsel rein, ne? Ja, verstehst du, zum Wechsel und dann. Und dann kann man ja mal schauen, was man macht, nicht? Wieder auf den Hochsitz setzen. Was wohl passiert, wenn sie jetzt hier die nächste rannimmt und. Hauwin! Hauwin! Nasik Hauwin! Kostam, Gaterion! Es hat zu einem kleinen Schlückchen angefangen. Ja. Tschuwu! Genab Kostam! Ja, gut, das war scheiße. Jamesh! Absolut scheiße, wie immer halt. Nicht? Das ist ja hier Standard. Sie sitzt da und so, ja, nehmen wir hier wieder ein Schlüppchen da raus und ein Schlüppchen dort raus. Ach, shit, sie hatte ihr Kostüm nicht mehr an. Wie fällt denn das auf? Ja, natürlich fällt's auf, aber. Ja, toll, wir können sie durch die Gegend ziehen. Ich kann das Ding durch die Gegend ziehen. Aber nirgends ablegen, also bringt uns das effektiv auch nichts. Und dort bescheidenste Kleidungsstücke. Mane, Brenev, Washimbo. Ja, Washimbo. Na, könntest du Washimbo. Das ist eine Waschmaschine kombiniert mit dem Bogen. Boah. Gut, es läuft. Schmeckt. Jetzt muss ich Jungkurbel werden. Okay. Moment, aber ich will mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt. So, können wir jetzt? Nein? Warum nicht? Das ist mir egal. Das müssen wir eigentlich jetzt noch einen Kampf verlieren. Das wird wehtun. Aber der Rolle mehr Pathos verleihen. Ach komm, die. Oh nein. Ja, komm, nehmen wir die Dinge hier, kämpfen, Faustkampf. Warum ist da so weit, warum ist da so viel leer? Das passt überhaupt nicht, aber gut, Faustkampf, ein Faustkampf verlieren. Die verliert jetzt wahrscheinlich absichtlich. Ich meine, sie hat ja genug Intus, dass es verkraften kann. Du solltest ihr lieber gehen. Ich dachte, du verlierst ihn jetzt. Nein! Zur Freiheitsstrafe verurteilt. Ja, komm, dann. Legen wir uns eine Verkleidung auf. Aber bei. Es wirkt bestimmt total authentisch, wenn es mit so einem Kunde erscheint. Naja, gut. Operation Faustkampf haben wir damals jetzt wohl verkackt. Wo hat der hin? Humphrey, hey, mein alter Freund. Famous! Tiffrell! Famous! Wollen Sie nicht lieber zu mir kommen? Norek, Karem, Rebel am Meck besehen! Wow, da drin, da schaut es jetzt ja richtig toll aus. Na, klasse. Na gut, irgendwie war das hier auch abzusehen. Weiß auch nicht wie, aber es war abzusehen. Und warum geht's hier freiwillig hin? Ja, ich steig da gerade überhaupt nicht mehr durch. Ach so, gut, er kam hier, haben wir nicht gesehen. Konnten sie ja nicht wissen. Mensch.
Imsa. Musisch. Gareth. Freskel. Oh, ja. Und jetzt? Ja. Na komm. Komm ran. Na komm.